Motorisierte Schützen oder im militärischen Sprachgebrauch Mottschützen. Wer denkt heute schon darüber nach, warum in den sozialistischen Armeen diese Bezeichnung für den einstigen Begriff Infanterie gebraucht wird? Schützen der NVA verfügen über moderne Gefechtsfahrzeuge sowjetischer Konstruktion. Schützenpanzerwagen und Schützenpanzer. Sie besitzen damit Fahrzeuge, die dem modernen Gefecht entsprechen. Sie sind Transport- und Kampfmittel zugleich. Das gegenwärtige Endglied einer langen Entwicklungskette. Bereits die Herrscher der Antike erhofften von Streit- und Kampfwagen größere Beweglichkeit und somit schnelleres Erreichen ihrer Kriegsziele. Selbst Kampfelefanten setzten sie ein. Bald strebte man auch danach, die Kämpfenden zu schützen. Im Mittelalter trachtete man ebenfalls nach Schutz und höherer Kampffähigkeit. Auch dazu steuerte der vielseitige Leonardo da Vinci seine Ideen bei. Aber das alles waren nur Versuche, die die Entwicklung nicht wesentlich vorantrieben. Erst mit der Einführung der Eisenbahn und ihrem rasch folgenden militärischen Gebrauch wurde ein Problem gelöst. Der jetzt mögliche schnelle Transport der Truppen über weite Entfernungen erhöhte Beweglichkeit und Kampfkraft enorm. Bis dahin fielen bei Märschen bis zu 80% der Kämpfer aus. Ein weiterer Schritt war die Erfindung des Diesel- und Ottomotors. Mit dem darauf folgenden ersten Kraftwagen entstand die technische Grundlage für bewegliche Kampfwagen. Zwar wurden relativ rasch LKW für militärische Transporte eingesetzt. Und die aufblühende Autoindustrie entwickelte um 1900, auch hier raschen Profit witternd, auf der Basis von PKW gepanzerte und bewaffnete Gefechtsfahrzeuge. Jedoch die Generalstäbler der kapitalistischen Armeen setzten nur auf die Entwicklung der Panzerwaffe. Parallel dazu gab es die skurrilsten Versuche, die Infanterie beweglicher zu machen. Als der Erste Weltkrieg im Drahtverhau und Maschinengewehrfeuer stecken blieb, als er in die Sackgasse des Stellungskrieges geriet, suchte man den Übergang zum motorisierten Bewegungskrieg. Basierend auf den damals Tanks genannten Panzern entstanden solche Ungetüme. Truppentransporter und Kampfwagen in einem, aber schwer und unbeweglich. Und ihre Bedeutung wurde noch nicht richtig erkannt. Doch die Idee war geboren, die später entscheidende Veränderungen in der Kampfführung bringen sollte. Auch die junge Sowjetmacht, sich bewusst, dass eine Revolution nur dann etwas wert ist, wenn sie sich verteidigen kann, begann mit der Motorisierung, um imperialistischen Räubern nicht wehrlos ausgeliefert zu sein. Und Räuber standen jederzeit bereit. Der deutsche Faschismus baute seine Blitzkriegsdoktrin auf kampfstarken Panzerverbänden auf. In arroganter Überschätzung der eigenen Kräfte und maßloser Herrenmenschenüberheblichkeit blieb die Motorisierung der Infanterie auf der Strecke.
Sie musste weitermarschieren. Ihre Beweglichkeit war gering. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion wurde der Widerspruch zwischen Wendigkeit der faschistischen Panzerverbände und relativer Unbeweglichkeit der ihnen folgenden Fußtruppen unlösbar. Am Heldenmut der vom ganzen Volk getragenen Sowjetsoldaten zerbrach der Mythos von der unbesiegbaren deutschen Wehrmacht. Den sowjetischen Ansturm konnten auch die von der faschistischen Rüstungsindustrie in großer Eile entwickelten gepanzerten Gefechtsfahrzeuge der Infanterie nicht aufhalten. Obwohl auch die Schützenverbände der Roten Armee kaum motorisiert waren, fand sie Wege, um die Verbindung zwischen Panzern und Schützen nicht abreißen zu lassen. Zumal sowjetische Konstrukteure intensiv geeignete Fahrzeuge entwickelten, die dann immer mehr auf den Schlachtfeldern erschienen. Die sowjetische Kriegskunst bereitete dem Faschismus seine vernichtende Niederlage. Aber trotzdem blieb die Sowjetunion auf imperialistische Angriffe vorbereitet, entwickelte sie weiter Gefechtsfahrzeuge für Schützen. Als mit der NVA die erste sozialistische deutsche Armee entstand, konnte sie auf die Erfahrungen und Unterstützung der sowjetischen Waffenbrüder bauen. Anfangs dominierte noch kampferprobte Technik der 40er Jahre. Bald waren es neue Schützenfahrzeuge, die Panzern folgen konnten. Bei ihrer Konstruktion zogen die sowjetischen Genossen die Lehren aus dem großen Vaterländischen Krieg. Zunächst wurden geländegängige Radfahrzeuge mit gepanzerten Aufbauten versehen und mit einem MG bewaffnet. So entstand zum Beispiel aus dem Sil 151 der SPW 152. Damit war ein erstes Problem gelöst: der Transport der Schützen auf dem Gefechtsfeld und ihr Schutz vor gegnerischen Waffen. Auf dem LKW GAS 63 basierten die SPW der Reihe 40. Modifikationen dieses wendigen Fahrzeugtyps, meist schwimmfähig, sind noch heute erfolgreich eingesetzt. Eine andere Entwicklungslinie fußte auf dem Schwimmpanzer PT-76 und führte zum Ketten-SPW PK-50. Jetzt war ein zweites Problem gelöst, die Schwimmfähigkeit. Denn in Mitteleuropa durchschneidet alle 30 Kilometer ein Wasserhindernis das Gelände. Anfang der 60er Jahre erschienen Neukonstruktionen von ebenfalls schwimmfähigen 8-Rad-Schützenpanzerwagen, der SPW-60 noch oben offen und der 60PA bereits geschlossen. Mit ihnen vollzog sich der restlose Übergang vom Truppentransportmittel zum Gruppenkampfmittel. Der Begriff Mottschützen erhielt seine Berechtigung. Heute verfügen die Mottschützen unserer Landstreitkräfte mit dem SPW 60 PB
dem SPW 70 und dem Schützenpanzer BMP über Fahrzeuge, die alle guten Eigenschaften ihrer Vorgänger potenzieren und im Gelände Geschwindigkeiten erreichen, mit denen sie jederzeit dem Angriffstempo mittlerer Panzer folgen können. Mit ihnen wurde ein drittes Problem gelöst. Die Motschützen sind in ihnen nicht nur vor Infanteriegeschossen und Granatsplittern geschützt, sondern auch vor Massenvernichtungsmitteln. Jedoch auch die modernste Gefechtstechnik vermag nichts ohne den Menschen. Ihren vollen Kampfwert entfalten diese Fahrzeuge erst beherrscht von 3 Mann Besatzung. Dem Kommandanten, Fahrer und Richtschützen, beziehungsweise beim BMP, dem Richtlenkschützen. Die Kommandanten sind Unteroffiziere, der Fahrer des BMP ebenfalls. Das nicht ohne Grund, denn die Kampfmaschine, wie die sowjetischen Genossen den BMP tauften, beherrscht man nicht von heute auf morgen. Das gilt auch für die Bewaffnung, die entscheidend den Kampfwert eines Gefechtsfahrzeuges mitbestimmt. Der SPW 70 besitzt ebenso wie der 60 PB ein mittleres und ein schweres MG. Der BMP verfügt über ein MG. Er kann Panzerabwehrlenkraketen verschießen und besitzt eine 73 mm Kanone für panzerbrechende Geschosse. Eine Bewaffnung, die allen Bedingungen des modernen Gefechts gerecht wird. Die automatisch geladene Kanone hat eine größere Reichweite als herkömmliche. Für den Richtlenkschützen heißt das größere Verantwortung, höherer Ausbildungsstand. Noch mehr gilt diese Forderung für die Panzerabwehrlenkraketen. Tausende von Trainingsstarts am Simulator sind erforderlich, um die Perfektion zum Führen der Rakete zu erwerben und zu erhalten. Bereiten Sie den Start vor. Start. Abbremsen. Seite korrigieren und langsam ins Ziel gehen. Gut, halten im oberen Drittel. Beleg für die Qualität des Trainings ist immer wieder ein scharfer Start. SPW und BMP nehmen im Gefecht je eine Motschützengruppe auf. So erst werden sie der anspruchsvollen Bezeichnung Gruppenkampfmittel gerecht. SPW 70 sitzen die Motschützen, abweichend von der traditionellen Sitzordnung im SPW 60, gefechtsgünstig. Über Winkelspiegel können sie das Gelände beobachten, aus Kampfluken das Feuer auf den Gegner führen. Eine ähnliche Sitzordnung auch im BMP. Auch hier gestatten heizbare Winkelspiegel das Beobachten des Geländes. Die Pulvergase werden abgesaugt und die Waffen beim Schießen in Kugelblenden geführt. So ist auch beim Feuern der Schutz vor Massenvernichtungsmitteln nicht unterbrochen. Der Panzerbüchsenschütze kann seine Ziele bekämpfen, ohne abzusitzen. Besonders Geübte vermögen das sogar während der Fahrt.
absitzen, bietet der BMP weitgehend Schutz vor gegnerischem Feuer, wenn die Dynamik des Gefechts Handlungen zu Fuß erfordert, wie zum Beispiel beim Sturmangriff. Variantenreich wie das Gefecht sind auch die Möglichkeiten abzusitzen. Stets jedoch entscheiden Schnelligkeit und rascher Übergang zum Angriff. Verkörpern zwei parallele Entwicklungslinien, die den Forderungen des modernen Gefechts voll entsprechen. Die 8-Rad-Schützenpanzerwagen, hier vertreten durch den SPW-70, und der auf Gleisketten rollende Schützenpanzer BMP, der die Vorzüge eines mittleren Panzers und eines SPWs in sich vereint. Sehen wir sie uns etwas näher an. Ein wichtiges Maß aus taktischer Sicht ist die Höhe. Sie beträgt beim SPW 2,32 Meter und beim BMP 2,07 Meter. Damit ist er fast einen Meter niedriger als vergleichbare Fahrzeuge der NATO, wie zum Beispiel der Schützenpanzer Marder, mit dem unter anderem die Bundeswehr ausgerüstet ist. Aber auch die Leistungen unserer SPW und SPZ sind denen der NATO-Gefechtsfahrzeuge zumindest ebenbürtig. Im Gelände erreichen sie Spitzengeschwindigkeiten von 40 km/h. Beide Fahrzeuge bewältigen fast jedes Gelände. Gleich ob beim Sturmangriff, beim Vordringen in die gegnerische Verteidigung, bei Handlungen einer Vorausabteilung oder bei überraschenden Schlägen. Meistern Steigungen von 30 bzw. 32 Grad. Jedoch, das alles vermögen sie nur in den Händen eines Meisters. Und beim meisterhaften Beherrschen der Technik gibt es keine obere Grenze. Grabensysteme von 2 bzw. 2,5 Meter Breite sind kein Hindernis für sie. Die äußere Form bietet gegnerischen Waffen kaum Angriffspunkte. Und wenn das Gelände schwierig wird, ein Handgriff genügt, der Reifendruck sinkt und die greifende Reifenoberfläche wird größer. Eine Überlegenheit gegenüber analoger NATO-Technik. Alle SPW und SPZ der Streitkräfte des Warschauer Vertrages sind schwimmfähig. Der BMP erreicht dabei bis zu 7 Stundenkilometer. Angetrieben wird er durch seine Gleisketten. Den SPW 70 treiben zwei kräftige Wasserstrahlturbinen und bringen ihn auf 10 Kilometer pro Stunde. Besonders bei Seeanlandungen bewährten und bewähren sich unsere Schützenpanzerwagen. Der
Wendekreis des SPW-70 von 12,6 Meter entspricht dem mittlerer LKW und die 2,55 Meter des BMP werden nur von anderen Kettenfahrzeugen erreicht. Mit einer Nebelanlage vermag sich der BMP gegnerischer Sicht zu entziehen. Für spezielle Aufgaben wurde eine Variante des Schützenpanzers entwickelt, der BMP 2. Äußerlich ist er an der vollstabilisierten 30 mm Schnellfeuerkanone zu erkennen. Sie ist weitreichender und treffsicherer als die des BMP 1. Auch gegen Luftziele. Alles in allem, die SPW 60 PB und 70 sowie die BMP sind Gefechtsfahrzeuge, die den Mod-Schützen der NVA ihre volle Beweglichkeit unter allen Gefechtsbedingungen garantieren, die sie weitgehend vor gegnerischen Einwirkungen schützen und ihnen das umfassende Erfüllen ihrer Gefechtsaufgaben zusammen mit anderen Waffengattungen ermöglichen. Mit diesen Fahrzeugen sind sie wahrhaft motorisierte Schützen.